Prinzipiell haben wir zwei unterschiedliche Hauttestungen, die Prick-Testung und die Intrakutan-Testung. Bei der Prick-Testung wird die Allergenlösung auf die Haut aufgetragen und kurz angepikst und man beobachtet, ob nach einer Viertelstunde dann eine Schwellung oder eine kleine Rötung auftritt. Der Intrakutan-Test ist ein bisschen invasiver. Wir spritzen sozusagen ganz kleine Mengen von Insektengift in die Haut hinein und beobachten wieder, ob eine Schwellung, eine Rötung auftritt, was für eine Allergie sprechen würde. Zusätzlich gibt es noch die Blutabnahme, wo wir spezifische Antikörper, die jetzt bei der Allergie eine Rolle spielen, bestimmen können. Und das ist heutzutage eigentlich so der Hauptschritt, weil er schnell erfolgen kann und weil man mit der Blutabnahme schon relativ viel aussagen kann. Und je nach Bedarf werden dann noch die Hauttests dazugefügt. Also die Tests sind prinzipiell relativ harmlos. Von den Nebenwirkungen her muss man sagen, bei der Prick-Testung, also bei der einfachen Hauttestung, beobachten wir nie Nebenwirkungen, außer vielleicht ein kleiner Juckreiz lokal an den Applikationsstellen. Der Intrakutan-Test kann manchmal leichte allergische Reaktionen auslösen, aber das ist extrem selten. Das ist einer von 500, hat dann manchmal leichte Symptome. Und die Blutabnahme ist, wie gesagt, ein kleiner Stich. Tut auch kurz weh, aber alles in allem ist die Diagnostik jetzt nicht sehr schmerzhaft. Die Tests sind an und für sich, also der Intrakutan-Test, das heißt der Test, wo man das Insektengift in die Haut hineinspritzt, und die Blutabnahme sind heutzutage sehr zuverlässig. Also man kann fast alle, die eine Insektengiftallergie haben, damit auch diagnostizieren. Wir haben eher das Problem, dass wir mit den Tests nicht unterscheiden können, ob sie jetzt eine gesteigerte Lokalreaktion, also eine größere Schwellung oder eine generelle Allergiereaktion haben. Das kann man anhand der Befunde nicht sagen, und es gibt auch viele, die positiv sind in den Tests und gar nicht reagieren. Ja, warum das so ist, wissen wir noch nicht. Aber das ist ein bisschen das Problem. Also wir können fast jeden diagnostizieren, der eine Insektengiftallergie hat. Allerdings eignet sich der Test jetzt nicht als Screening-Untersuchung, wo wir jetzt alle durchtesten, weil dann sehr viele dabei wären, die positiv sind, aber noch nie auf einen Stich reagiert haben und auch nicht reagieren werden.